Hallo, ich bin Christoph von Gamers Global und ich möchte euch heute eine Peripherie vorstellen, die zumindest ich nur in abgewandelter Form aus dem ambitionierten Heimkinobereich und aus dem professionellen Kinobereich kannte. Und zwar handelt es sich um das Produkt mit dem kraftvollen Namen Sansforce Pad Extreme. Was ist das? Ich habe es schon ausgepackt, weil ich musste es natürlich direkt ausprobieren. Es versteckt sich aber eh nicht viel in der Verpackung. Es ist eine Sitzauflage. So sieht sie aus, also so zusammengefaltet. Es ist ein wenig unhandlich, 2,7 Kilo schwer. So in der Verpackung, so auseinandergefaltet, wird auf den Schreibtischstuhl oder auf den Stuhl oder auf die Couch gelegt. Und sie soll es hinkriegen, den Ton in Vibrationen umzuwandeln und damit das Spielgeschehen auch wirklich fühlbar zu machen. Ja, wie das Ganze aufgebaut wird, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch nur ganz kurz, was sonst noch in der Verpackung ist. Neben dem Sitz nämlich wirklich nicht viel. Und zwar ein 3,5 auf 3,5 mm Klinkenkabel mit einer Länge von 2 Metern, hier zusammengefaltet 1 Meter, und das Stromkabel. Und das war es im Grunde auch schon. Und ja, wie das Ganze im Detail funktioniert, zeige ich euch jetzt anhand von ein paar Beispielen an mehreren Konsolen bzw. auch am PC, weil das Gerät ist quasi mit allen Geräten kompatibel, die einen 3,5 mm Klinkenanschluss haben und in Teilen auch mit Bluetooth-Geräten. Was es da für Einschränkungen gibt, das werde ich auch nacherklären. Zur Installation, die ist kinderleicht. Da habe ich eigentlich den Preis gesagt, das Sansforce Pad Extreme kostet 349 Euro. Wir müssen es auf jeden Fall aufklappen. Unten rechts finden wir die Bedienelemente und danach legen wir das Ganze einfach auf die Couch oder in meinem Fall den Bürostuhl der Wahl. Hier hinten dran sind noch mehrere von diesen Zurgurten, aber zumindest in meinen Tests ist da nie etwas gerutscht, wenn man da drauf sitzt. Braucht man nicht wirklich, hängt es einfach mal drüber. Und danach geht es schon an die einzelnen Kabel, die eingesteckt werden. Fangen wir mit dem Stromkabel an. Hier an der Seite sind die Anschlüsse versteckt. Wird jetzt einfach hier eingesteckt. Dann nehmen wir als nächstes das Kopfhörerkabel, weil das Ganze schleift das Audiosignal auch durch und ja, dann kann man halt den Kopfhörer direkt da anschließen, was am einfachsten ist. So, und dann eigentlich das Wichtigste, natürlich neben dem Stromkabel, weil sonst läuft das Ganze nicht, ist das Audiokabel, das 3,5 mm Klinkenkabel. Das benötigt man, damit das Ganze weiß, was für Audiosignale ankommen, wird hier eingesteckt. Und die andere Seite, da würde ich euch empfehlen, steckt sie in den Kopfhörerausgang des Fernsehers oder in den Kopfhörerausgang des AV-Receivers. Einfach, wenn ihr mehrere Geräte benutzt, dann müsst ihr nie groß wechseln. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, das Ganze auch direkt ins PS4-Pad zum Beispiel einstecken oder oben die Switch, das zeige ich nachher auch. Funktioniert alles wunderbar. Was nicht so wunderbar funktioniert, ist, das Ganze mit dem Fernseher zu verbinden, mit diesem einzelnen Kabel. Ich habe es eben gesagt, es sind 2 Meter und das ist nicht wirklich viel. Das würde in kaum einem Haushalt reichen, um damit zum Fernseher oder zur Rückseite des Fernsehers zu kommen. Und deswegen habe ich mir in diesem Fall, ihr müsst es dann dazu kaufen, einfach aus irgendeiner Kiste, hat man auch hier ja, irgendeine zusammengebastelte Verlängerung genommen. Und damit komme ich auch zum Fernseher. Ja, an dieser hochmodernen Schaltzentrale gibt es 6 Knöpfe. 2 für die Kopfhörerlautstärke, einmal hier oben leiser, hier unten bei Plus lauter. Dann haben wir hier die Intensität der Rumble-Motoren in dem Sitz drin, weniger und mehr. Und hier könnt ihr das Verhältnis von Rückenlehne zu Gesäßpart, nenne ich es mal, hin und her schieben. Ja, das war es auch schon und würde sagen, legen wir mal mit dem Spielen los. Anfangen möchte ich mit Battlefield 5 auf dem PC. Wobei, das kann ich gleich schon mal sagen, es ist wirklich völlig egal, ob auf dem PC oder auf Konsolen. Die Benutzung von dem Sansforce Pad Extreme hier ist wirklich auf allen Geräten gleich, weil es halt eben am Fernseher angeschlossen ist. Ja, was ihr jetzt gerade natürlich nicht spürt oder auch die ganze Zeit nicht spüren werdet, deswegen muss ich das immer so ein bisschen erklären, ist, dass gerade als die Musik oder die Soundeffekte eingesetzt haben, hat es schon gut angefangen zu vibrieren hier. Jetzt im Moment gar nichts. Klar, Musik auch sehr leise. Ja, aber gerade jetzt die Glocke, da war irgendwie auch ja, irgendwas Basslastigeres drunter, hat einmal gut ja, geshaked. Warum Battlefield 5? Das ist eigentlich recht einfach erklärt, weil hier gerade die Einstiegsmission innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, mehrere Szenarien ja, durchwechselt. Unter anderem geht es jetzt gleich auch in den Panzer rein. Also direkt mal etwas fahren und da mal spüren. Und es geht schon gut ab hier. Also jetzt gerade, es vibriert schon gut. Ich habe jetzt gerade aktuell auch die Standardeinstellungen drin. Habe jetzt gerade auch nicht das Bedürfnis, irgendwas zu ändern. Mal schauen.
Ja, und jetzt vor allem, wenn ich jetzt schieße, dann merke ich so richtig, so, nicht ganz im Takt, aber etwa im Takt der Schussfolge hier, wie die Motoren hier vibrieren. Oh, da ist was eingeschlagen, das habe ich vor allem gespürt. Da hinten nämlich jetzt, als erstes empfehle ich euch jetzt, da kommt es genau, das habe ich gerade auch gut gespürt. Und wie es jetzt da unten eingeschlagen ist, das Flugzeug, das hat schon was, ja. Und da spüre ich ihn bereits ankommen, ihr hört es, der Panzer, der gerade durch die Wand bricht. Jetzt weiß ich gerade nicht so ganz, ist es die Musik, die gerade vibriert, oder sind es wirklich die Panzerketten, die über den Boden rollen hier? Ja. Werde ich jetzt merken, wenn ich jetzt mal schieße und los. Ja, das spürt man ganz deutlich. Das gibt dann nochmal zusätzlich. Also die ganze Zeit, es vibriert quasi die ganze Zeit relativ leicht bis mittelstark. Das sollte jetzt auch treffen. Aber wenn ich schieße, dann gibt es einen etwas festeren Ruck. So wie ich es eigentlich auch erwarten würde. So, mal ganz kurz. Also jetzt auch ganz leichte Vibrationen, wirklich passend dazu. Aber ich glaube, das kommt gerade wirklich von der Musik. Ich schieße jetzt mal. Ja, jetzt spüre ich wirklich, wie es hier hinten, gerade in der Rückenpartie, zusätzlich vibriert. Aber ich glaube, jetzt hier wird sich in den nächsten Minuten nichts anderes mehr ergeben. Deswegen wechsle ich das Spiel hin zu Forza Horizon 4. Das Spiel lädt gerade noch und ich möchte diese Chance kurz nutzen, um etwas zum Sitzeindruck zu sagen. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ja, man sitzt hier schon recht ordentlich drauf, aber dass ich ursprünglich auf einem Bürostuhl sitze, der an sich ein bisschen weicher ist von der Auflage her, das könnte ich jetzt nicht mehr behaupten, weil das ist schon alles recht hart, die ganze Unterlage hier, auch die Rückenlehne. Und ich habe es auch auf einem normalen Stuhl getestet und da stört die Rückenlehne wirklich, weil sie nimmt hinten doch ein paar Zentimeter weg und dann ist die Sitzauflage unter einem relativ kurz und man sitzt wirklich nur noch so wie, fast schon wie auf der Kante, möchte ich jetzt sagen. Natürlich ein bisschen übertrieben, aber so richtig gemütlich sitzt man dann nicht mehr. Auf dem Bürostuhl hier geht es, auf der Couch ist es sowieso besser. Ich sitze jetzt trotzdem auf dem Bürostuhl, einfach weil es praktischer ist jetzt fürs Video. Aber man merkt schon ganz deutlich, dass man auf so einem Ding sitzt und wenn ich es nicht benutzen würde, dann würde ich das SenseForce Pad Extreme auf jeden Fall immer abmachen. So. Das ist jetzt so eine Sache. Hier vibriert gerade wirklich nur, obwohl ich durchdrehende Reifen habe, vibriert gerade nur das Xbox Pad. Also ich spiele jetzt gerade auf der Xbox, nicht mehr auf dem PC. Auch wenn ich jetzt bremse. Und die Vibration von dem Sitz ist definitiv an, weil das habe ich ja eben gemerkt im Menü. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo das Pad einfach nicht so richtig erkennt, welche Signale es in meinen Körper weitergeben soll. Auch wenn ich jetzt hier durchs Gebüsch fahre, ja, ganz leicht jetzt, ganz leicht. Ganz leicht. Ich versuche das Ganze jetzt mal ein bisschen stärker zu stellen. Jetzt mal wirklich bewusst aufdrehen. Nee, auch jetzt nicht. So, ich habe jetzt ganz oft gedrückt. Ich habe leider keine Anzeige oder so, dass er mir irgendwann sagt, ich bin beim Maximum der Intensität. Das muss man einfach ausprobieren. Auch beim Runterstellen oder so. In 400 Metern, ja, jetzt merke ich so ein bisschen was hier. Wenn ich durch die Pfützen fahre, so ein kleines bisschen merke ich es. Ja, jetzt merke ich den Untergrund schon. Ja, also es fühlt sich nicht an wie Autofahren, selbst wenn ich jetzt so ein Lenkrad dazu hätte. Ich würde es nicht mit Autofahren vergleichen, aber ja, so ein bisschen mehr Emotionen, Vibrationen sind schon dabei. Auch gerade als ich links gegen die Bande gekracht bin, habe ich jetzt nicht erkennen können, dass es nur irgendwie links vibriert hätte. Also wenn man Hindernisse umfährt,
dann merkt man nichts. Also so ein kleiner Zaun oder sowas, den nimmt man mit, als wäre es nichts. Bande merkt man ein bisschen mehr wieder. Aber generell ist es schon durchgehend hier eine Vibration. Ja. Und dann halt an der Start-Ziellinie, da wird es dann auch wieder stärker, weil da halt die laute Musik läuft. Aber das ist eben das, was ich nicht haben möchte. Ich möchte ja schon, dass es vibriert vom Spiel her. Und nicht von der Musik, die darin läuft. Jetzt bemühe ich gerade die PlayStation, aber das möchte ich auch dafür nutzen, euch mal zu zeigen, wie das Ganze theoretisch mit Bluetooth funktionieren sollte. Dann bräuchte die ganze Kabelverbindung nicht, dann gäbe es auch nicht das Problem mit dem 2-Meter-Kabel, zumindest bei der PlayStation 4, die ja standardmäßig Bluetooth könnte, kann. Aber ich muss jetzt gerade mal suchen, da Geräte ist es. Und hier sollte es jetzt eigentlich auftauchen. Genau, iFeel Mini Amp, das ist jetzt hier das SenseForce Pad Extreme. Und dann möchte ich mich verbinden. Und dann warten wir kurz. Und dann gibt es im Normalfall, obwohl ich mehrmals gestartet habe, also obwohl ich mehrmals dann das Gerät auch ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, kommt entweder diese Meldung oder wenn es jetzt nochmal auftaucht, taucht jetzt nicht mehr auf, dann kommt auch schon mal die Meldung, dass es kein Audiogerät unterstützt, die PlayStation 4. Warum auch immer. Eigentlich sollte es so funktionieren, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch mit meinem iPhone. Das wollte beim ersten und zweiten Versuch auch nicht verbinden. Also zwischendurch habe ich immer wieder ausgeschaltet, eingeschaltet. Vom Kollegen das iPhone, das hat er dann im zweiten Versuch genommen und danach hat er auch bei mir genommen. Aber ab und zu will er einfach nicht. Da muss man einfach immer wieder das SenseForce neu starten. Nur bei der PlayStation, da unten steht es jetzt wieder. Bei der PlayStation hatte ich bisher trotz etlicher Versuche, das hatte ich jetzt auch schon. Aber dann kommt eben die Meldung, dass nicht unterstützt wird. Hier hatte ich echt noch keinen Erfolg. Das scheint nicht zu funktionieren. Und hier merke ich jetzt gleich ziemlich deutlich wirklich diesen Stereo-Effekt, weil über das Cinch-Kabel wird ja so, ein Stereo-Signal übertragen. Und da mein Fahrer hier meistens im linken Bereich des Bildes unterwegs ist, kommt auch der Ton hauptsächlich über den linken Kanal. Und das merke ich dann schon. Ja, das Spiel hakt ab und zu ein bisschen. Aber erfüllt seinen Zweck, funktioniert, kann mich nicht beschweren. Zum Abschluss meines Praxistests dann noch kurz ein Beispiel dafür, dass ihr quasi jeden Audioausgang mit 3,5 mm Klinke nutzen könnt. Und zwar, ich ziehe es jetzt nicht raus, habe ich das jetzt hier direkt in die Switch eingesteckt und spiele jetzt im mobilen Modus. Das funktioniert auch. Ich habe jetzt bewusst mal ein Spiel genommen, in dem nicht ganz so viel los ist. Und das merkt man auch ganz deutlich. Also Super Mario Odyssey, wenn ihr es noch nicht erkannt haben solltet. Und wenn ich jetzt hier durchlaufe, ich würde jetzt so vermuten, also wenn ich es jetzt nicht spüren würde, würde ich vermuten, dass es jetzt eigentlich dazu ein bisschen vibrieren müsste, wenn ich durch den Sand hier laufe. Aber im Moment ist quasi gar nichts. Und ich habe das Teil hier immer noch auf Anschlag stehen. Also es ist wirklich auf höchster Stufe und es passiert einfach gar nichts. Auch nicht, wenn ich hüpfe. Ganz minimal vielleicht, dass ich die Motoren merke. Allerdings jetzt, wenn ich meinen Hut werfe, ja, so ein ganz kleines bisschen. Aber ja, jetzt fängt es an zu vibrieren, aber weil die Musik einsetzt. Weil jetzt die Levelmusik einsetzt und ist jetzt im Beispiel von Mario Odyssey eher enttäuschend bis sehr enttäuschend, weil hier fast gar nichts passiert. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, weil ich weiß, da hinten kommen jetzt diese, wie heißen sie, Bombenwillis, irgendwas mit Willi, meine ich. Und ja, wie ich gedacht habe, jetzt, das merkt man jetzt schon ein bisschen deutlicher. Hier müsste jetzt eigentlich ein Stern drin sein. Ein Mond, Entschuldigung. Tja, jetzt, wenn die Musik jetzt einsetzt. Ihr könnt es jetzt leider gar nicht hören, weil ich nicht direkt von hier abgreife. Aber das habe ich dann schon gemerkt. Aber ansonsten ist Mario Odyssey eher enttäuschend. Und das dürfte dann für alle Spiele zutreffen, denen nicht ganz so viel in Sachen Soundeffekten abgeht. Jetzt habe ich das SenseForce Pad Extreme. Ich muss immer wieder aufpassen bei diesem Namen, da kann man sich so leicht verplappern. Mit mehreren Konsolen, mehreren Spielen ausprobiert und auch noch ein bisschen weiter darüber hinaus als das, was ihr gesehen habt. Unter anderem auch Musik damit gehört oder darüber gehört und ein paar Trailer bei auf Amazon Prime geguckt. Unter anderem Fast and the Furious 8, weil da explodiert viel und damit kann man das gut zeigen. Und entschuldigt mich, die 3 Kilo sind bei der Größe doch recht unhandlich. Ich lege es mal einfach zur Seite. Kann aber als Fazit eigentlich nur sagen,
Das Sensforce Pad Extreme ohne Fehler macht genau das, was es soll. Es überträgt die Audiosignale per Vibration über mehrere Motoren, die darin eingebaut sind, an den Körper. Das macht es mal mehr, mal weniger gut. Mehr gut macht es bei Battlefield 5. Da war ich wirklich überrascht, weil da hat es richtig, richtig gut funktioniert. Also die Schussfrequenz zum Beispiel von dem Automatikgewehr am Anfang, die wurde super übertragen. Dann am Ende der ersten Teilmission, der Einleitungsmission, wenn der Panzer durch die Wand gebrochen kommt oder kurz vorher das Flugzeug neben einem explodiert und dann abstürzt, das ist echt super. Was natürlich auch daran liegt, dass Battlefield 5 an sich schon einen grandiosen Sound hat. Und wenn dann beides zusammenkommt, wenn dann die Vibrationen perfekt zu dem Sound passen, das ist dann natürlich umso besser. Und auch das Panzerfahren damit war super. Bei Forza Horizon 4 und vor allem, was habe ich zuletzt gespielt, Mario Odyssey auf der Switch, bin ich dann allerdings ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ja, selbst wenn ich auf unebenem Untergrund unterwegs war in Forza Horizon, es war ein sehr monotones, durchgehendes Vibrieren. Das hat irgendwie nicht, es fühlte sich nicht wirklich echt an. Es hat halt halbwegs dazu gepasst, was man gerade gemacht hat. Es hat gut dazu gepasst, was man gemacht hat. Aber mit Realismus oder einem verstärkten Realismus hatte das gar nichts zu tun. Das hatte ich bei Battlefield 5 schon ein bisschen, also schon deutlich mehr, dieses Gefühl, dass, ja, dass es halt irgendwie, ja, alles ein bisschen echter wirkt. Es ist wirklich schwer zu vermitteln, was man halt am Körper fühlt, das in einem Video rüberzubringen. Entschuldigt das bitte nochmal. Bei Mario Odyssey hingegen, ja, da ist fast gar nichts passiert. Selbst am Ende mit diesen, ich komme jetzt echt gerade nicht auf den Namen, mit diesen Raketen, die man dann übernehmen kann, da hat es ein bisschen mehr vibriert. Aber auch da hatte ich den Eindruck, es ist einfach die Musik im Hintergrund, die läuft, die gerade die Vibrationen ans Pad übermittelt. Und das ist halt generell das Problem von diesem Teil. Da ist halt über dieses 3,5 mm Klinkenkabel das Stereosignal abgreift und nicht direkt die Bassspur zum Beispiel, nimmt es letztlich irgendwie alles, was irgendwie relativ laut ist. Und klar, vermutlich filtert es Bässe ein bisschen stärker raus, oder das kann ich zumindest nach meinem Eindruck noch sagen. Bässe werden ein bisschen stärker übermittelt, aber halt auch ein einfacher Menüton zum Beispiel, wenn der einfach relativ laut ist, du drückst auf A in dem Menü und dann vibriert es einmal kurz. Und deswegen ist es einfach nicht so genau wie zum Beispiel eine Vibration im Controller. Die ist halt ganz genau programmiert von Entwicklern. An dieser Stelle soll es jetzt vibrieren und das ist halt bei dem Pad nicht so. Ansonsten, ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Es macht genau das, was soll. Mein letztliches Fazit ist aber durchwachsen, weil ich einfach nicht glaube, dass ich mir das lange geben würde. Der Sitzkomfort, der ist gegeben, der ist nicht hervorragend, aber nee, für eine ein-, zweistündige Spielesession will ich nicht sagen. Das wird sicherlich sehr, sehr gut funktionieren. Und das funktioniert sehr sicher auch sehr gut. Ich habe jetzt so lange darauf gesessen oder länger sogar. Aber ja, für 350 Euro, nee. Also auch zumal dann dieses Kabelwirrwarr dazukommt. Bluetooth habt ihr gesehen, auf der PS4 funktioniert nicht richtig. Es gibt auch einen kuriosen Bug, jedes Mal, wenn man die Quelle am Fernseher wechselt, obwohl das Kabel die ganze Zeit stecken bleibt und auch der Kanal nicht gewechselt wird, der verliert dann jedes Mal die Verbindung, da muss man einmal ausschalten, einmal einschalten, damit man wieder Ton und die Vibrationen hat. Ja, also wenn ihr nicht sowieso zu der Fraktion gehört, die bei Actionfilmen volle Kanne aufdreht und auch wenn ihr eine Heimkinoanlage zu Hause habt, auch den Bass gerne mal ein bisschen mehr aufdreht, behaupte ich, braucht es nicht unbedingt. Es ist eine sehr nette Spielerei. Aktuell muss ich aber für mich sagen, brauche ich es nicht. Aber es funktioniert.